Verehrte und hochgeschätzte Gäste, herzlich willkommen auf Seelenfrieden. Mein Name ist Professor Dr. Immanuel Young. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte chillaxen Sie. Meine Herren, folgen Sie mir bitte. Sag verflucht nochmal, ich will auf diese Titelseite! Ende! Wir schreiben das Jahr 2020. Weltweit werden tagtäglich Milliarden von Menschen Opfer der digitalen, medialen, narzisstischen, hedonistischen, karrieristischen, selbstausbeuterischen, masochistischen, egomanischen und konsumorientierten Reizüberflutung und Suggestion durch das Establishment. Du blöde Wildsau! Auf bis dato unerklärliche Weise erkranken schlagartig hunderte Millionen Bürger der ersten Welt epidemisch an Anhedonie, der Unfähigkeit, Freude, Lust und Befriedigung zu empfinden. Es ist besser für das, was man ist, gehasst zu werden, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Zwei Musteropfer dieser unsäglichen Umstände sind die ungleichen, aber dennoch unzertrennlichen Aristokratensöhnchen Franz und Fritz Freudenthal. Schweigen Sie! Sie ekeln mich an. Völlig sinnentleert und gepeinigt durch ihr jämmerliches, lust- und spaßfreies Dasein vegetieren sie dahin. Mein Film handelt von Freiheit, von Gerechtigkeit, von dem Glück, vom Kapitalismus, vom Tod, von der Liebe. In meinem Film, da wird die entsetzliche Fratze der menschlichen Existenz aufgezeigt.